Wir wollen mal den Begriff der Würde des Menschen im Grundgesetz und in der Bibel untersuchen. Und ich möchte ein bisschen erzählen aus der Geschichte von Deutschland, wie dieser Begriff entstanden ist. Denn viele Leute wissen nicht, was es damit auf sich hat. Das Grundgesetz fängt ungefähr so an, im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen in der Präambel, von dem Willen beseelt, seine nationale und staatliche Einheit zu wahren, als gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt zu dienen, hat das deutsche Volk sich eine neue Ordnung gegeben. Kraft seiner verfassunggebenden Gewalt dieses Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland beschlossen und so weiter. Also da geht es um die Verantwortung vor Gott und den Menschen. Artikel 1 heißt, die Würde des Menschen ist unantastbar, sie zu achten und zu schützen ist die Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Das deutsche Volk bekennt sich darum zu den unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt. Die nachfolgenden Grundrechte binden Gesetzgebung, vollziehende Gewalt und Rechtsprechung als unmittelbar geltendes Recht. Sicher habt ihr das noch nie gelesen, vielleicht mal in der Schule. Ja, ist schon lange her, nicht wahr? Also wir wollen heute mal einige Dinge näher anschauen. In der Bibel gibt es natürlich auch den Begriff die Würde des Menschen, vielleicht nicht ausdrücklich, aber der Mensch ist ein Wesen, das von Gott zu seinem Bilde geschaffen wurde, in seinem Bilde. Ich stelle mir es immer so vor, dass irgendein Dritter, vielleicht ein Engel, vor Gott stand, ein Foto abzog und Gott nahm das Foto und bildet. Oder wie stellt ihr euch das vor? Nee? Ja, aber er wusste, wie er aussah, oder? Offensichtlich gab es eine Ähnlichkeit zwischen dem Schöpfer und dem Geschaffenen. Wie genau diese Ähnlichkeit aussieht, weiß man nicht. Und das gibt dem Menschen Würde. Denn wenn wir jemanden finden, den wir ähnlich finden, zum Beispiel zu unserer Frau oder zu unserem Mann, das ist natürlich toll. Ne? Da haben wir gleich eine merkwürdige semantische Beziehung zu, weil die ähnlich sind, ja, die Personen. Und so ähneln wir Gott und obwohl es zwei Geschlechter gibt, Mann und Frau, ähneln beide Gott. Paulus sagt das ja auch in 1. Korinther 11 nochmal, der Mann ist durch die Frau und die Frau ist durch den Mann und beide sind im Bilde Gottes geschaffen. Welche Würde! Aber der Mensch ist auch Gott verantwortlich. Hier zum Beispiel in Hebräer 9, Vers 27 steht knallhart, es muss der Mensch einmal sterben und danach wird er von Gott gerichtet werden. Du bist als Einzelner in deinem Leben vor Gott verantwortlich mit deinen Handlungen. Und es werden Bücher momentan gefüllt. Erinnert euch das an die NSA? Nein, nein, nein. Wir werden, alle unsere Gedanken, alle unsere Taten sind in Büchern aufgeschrieben. Und dann gibt es noch das Buch des Lebens, so heißt es in Offenbarung 20. Und was wir heute nachvollziehen, ist, dass wir die Apokalypse nachbauen mit unseren Clouds und alles Mögliche da einspeichern, dass man den Film des Lebens dann ablaufen lassen kann auf dem Computer. Aber bei Gott ist das schon längst so. Wir werden uns vor Gott verantworten müssen. Und dieser Fakt ist sehr wichtig, zum Beispiel um im Staat Korruption zu verhüten oder Menschen zu schützen, weil jedes Verbrechen vor Gott aufgezeichnet wird und auch aufgeklärt werden wird. Es wird keine unter den Teppich geklärten Ungerechtigkeiten übrig bleiben. Die wird Gott richten. Und das macht den Menschen Würde, zu seiner Würde bringt es ihn, weil er verantwortlich ist in jeder Situation seines Lebens. Und wenn du geistig behindert wärst, wäre das vielleicht anders. Aber das wäre ja eigentlich schade, denn deine Verantwortung trägt zu deiner Würde bei als Mensch. Nicht wahr? Deine Verantwortlichkeit Gott gegenüber. Und schließlich gibt es das Kreuz Christi. Christus hat in Matthäus 20 gepredigt. Er rief die Jünger zu sich und sprach, ihr wisst, dass die Regenten der Nationen über die Nationen herrschen und die Großen Gewalt über sie üben. Na, da fallen uns doch gleich schon ein paar Staaten auf der Welt ein, vielleicht auch unserer, na klar. Unter euch soll es nicht so sein, sondern wer irgend groß unter euch werden will, der soll euer Diener sein. Und wer irgend unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht sein. Genauso wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Nun könntest du ja deinen Namen hier einsetzen und sagen, Erich Müller, der Sohn des Menschen ist für dich gekommen.
um dir zu dienen und dir sein Leben zu geben als Lösegeld, damit du von deiner Sünde, von deinen Fehlern losgekauft werden kannst vor Gott. Ist das nicht schön, dass Jesus uns da so ein großes Vorbild gegeben hat? Und das gibt uns doch ungeheure Würde. Wir sind geliebt. Wir sind nicht gehasst oder wir sind Gott gleichgültig. Nein, es ist einfach eine Welt der Liebe, die sich uns im Neuen Testament auftut. Und es soll unter euch so sein, dass ihr diesem Vorbild nachstrebt, sagt Jesus hier. Bitte befleißigt euch, einander zu lieben und einander würdig zu achten. Und daher kommen die tollen Eigenschaften des Christentums wie die Diakonie oder dass man einen anderen liebt und nicht ihn mit Hass belegt und dass man ja auch neben Gott den Nächsten liebt. Das sind die Wirkungen des Kreuzes in unserer Mitte. Und wer das Kreuz kennt, der weiß, dass es ein total edles Vorbild ist, dem sich nachzustreben lohnt und das unser Leben mit Würde belegt. Habt ihr das verspürt in eurem Leben, dass das Kreuzeszeichen deswegen wichtig ist, weil es dein und mein Leben würdig macht? Es belegt uns mit einer unglaublich großen Würde, weil es die Liebe Gottes und die Liebe Jesu zu uns ausdrückt. Und wir werden würdig geachtet, auch am Nächsten den gleichen Dienst zu tun, den Jesus quasi für uns getan hat. Es motiviert uns, demütig und sozial zu leben. Wir haben also drei Punkte. Zunächst wurde der Mensch geschaffen im Ebenbild Gottes, ähnlich zu ihm. Er ist Gott verantwortlich, ganz individuell. Er hat Gewissensfreiheit. Er soll selbst denken und selbst seine Taten verantworten. Er soll einen Rechtsstaat aufrichten in seiner Gesellschaft, der Gerechtigkeit zum Siege verhelfen, auch auf dieser Erde. Wir kennen die Psalmen, die das fordern, die 10 Gebote, die Bergpredigt. Und schließlich hat der Sohn Gottes selbst uns das Kreuz vorgelebt und hat sich für uns dahingegeben, sodass wir auch uns für andere dahingeben können. Und das hat uns und andere mit großer, großer Würde belegt. Das sind drei Quellen der Würde des Menschen in der Bibel. Es gibt sicher noch einige andere Punkte. Ihr könnt gerne dazufügen. Die möchte ich heute mal in den Mittelpunkt stellen. Und jetzt gab es schon zur Abfassung des Grundgesetzes einen großen Streit zwischen den Christen, die dabei waren, da gab es einige, und den Nichtchristen. Sollen die Grundrechte des Menschen von der Bibel abhängig gemacht werden? Soll es so sein, dass es einen Artikel 1 gibt? Die Bibel ist das Wort Gottes und in der Bibel hat Gott den Menschen geschaffen, also ist der Mensch würdig. So hätte man ja auch den Artikel 1 formulieren können. Und wer die Geschichte des Grundgesetzes liest, der merkt, dass die Leute damals schon nicht einig waren. Das war genauso wie bei der Wiedervereinigung, als man auch über die Präambel diskutierte, den Gottesbezug herauszunehmen. Ich weiß nicht, wer sich noch erinnert. Und dann gab es den Kompromiss in die Präambel, die Verantwortung vor Gott und den Nächsten, den Menschen einzubeziehen, aber die Grundrechte an und für sich stehen zu lassen. Und hier sieht man also die erste Ausgabe vom Grundgesetz mit all den Unterschriften aus dem Parlamentarischen Rat. Einige davon waren bewusste Christen und haben versucht, eben auch diese Präambel wirklich ernst zu nehmen und bewusst so zu definieren in der Verantwortung vor Gott und den Menschen. Wenn wir andere Gesetze angucken, wie zum Beispiel die 10 Gebote, dann finden wir, dass auch andere Völker wie die Juden eine ähnliche Struktur wie das Grundgesetz haben. Wenn ihr die 10 Gebote analysiert, dann gibt es zunächst einmal drei Artikel, die der Verantwortung vor Gott dienen. Nicht wahr? Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben, du sollst dir kein Bildnis machen und so weiter. Du sollst den Namen des Herrn nicht zu Unreinem aussprechen. Das ist also die Verantwortung vor Gott als Grundlage. Dann kommt die Verantwortung zum Nächsten, und zwar einerseits zu sich selbst mit dem Sabbatgebot und zu den Eltern. Und es kommen die Schutzgebote vor Missbrauch des Fremden oder des Nichtfamilienangehörigen. Du sollst nicht stehlen, du sollst nicht töten und so weiter. Und erst darauf kommen die Reinigungsgebote, die Opfergesetze und die anderen Gebote. Das heißt, auch die Israeliten hatten mit den 10 Geboten ein Grundgesetz. Das hieß nicht so, aber es ist ähnlich strukturiert. Verantwortung vor Gott, Verantwortung vor Menschen, Grundrechte, Rest des Gesetzes.
Und wir wissen, dass im Neuen Testament auch die Opfergesetze und die Reinigungsgebote natürlich durch den Tod Jesu außer Kraft gesetzt worden sind, siehe Hebräerbrief. Die gelten für die Völker ja nicht. Auch die Struktur der Bergpredigt ist sehr ähnlich. Die Bergpredigt beginnt mit 10, 12 Versen. Da steht, selig sind die Demütigen, die Sanftmütigen, die Friedensstifter. Und einige legen das so aus, dass das bedeutet, die vor Gott Demütigen. Und die, die Buße getan haben vor Gott, die trauern über ihren geistlichen Zustand, die demütig sind. Und damit legt Jesus quasi eine ähnliche Grundlage in der Verantwortung vor Gott in der Bergpredigt. Und dann kommen die anderen Dinge wie der Umgang miteinander, dass wir uns einander nicht beleidigen sollen, dass wir geben sollen, das Verbot der Heuchelei, die Sorgenfreiheit, die goldene Regel, mit dem Nächsten umzugehen und die Aufforderungen zum Handeln. Das heißt, auch der Herr hat in seiner Bergpredigt so eine Struktur verwendet. Zunächst Verantwortung vor Gott und dann die Verantwortung vor den Menschen und den Rest der Gebote. Selbst im Vater Unser kennen wir es, nicht wahr? Vater Unser, wir klären die Beziehung zu Gott im Gebet. Dein Name werde geheiligt, die Verantwortung vor Gott. Dein Wille geschehe, dein Reich komme. Und dann erst kommen die Menschenbezüge. Und das Gotteslob. Und so sehen wir in verschiedenen Grundgesetzen, auch in der Bibel, diese Struktur, dass die Verantwortung vor Gott, der Bezug auf Gott, das Wichtigste ist. Manch einer kennt noch die Weimarer Verfassung. Ich habe sie noch im Abitur gehabt. Es ist faszinierend, sie zu studieren, weil das Grundgesetz anders ist. Und es gibt auch in der Weimarer Verfassung eine Grundrechtsdeklaration, aber mittendrin und lange nicht so eindrucksvoll wie im Grundgesetz. Und die Grundrechte in der Weimarer Verfassung hatten aber starke Ausnahmebedingungen. Hier heißt es zum Beispiel in Artikel 48, der berühmt-berüchtigt war, weil er letztlich dann den Übergang zum Nazireich gestaltet hat. Der Reichspräsident kann im Deutschen Reiche die Sicherheit und Ordnung, wenn sie gestört ist, Maßnahmen ergreifen, die zur Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung nötig sind und sogar mit Hilfe der bewaffneten Macht einschreiten. Und zu diesem Zwecke darf er vorübergehend die Grundrechte, die in Artikeln 114 bis 153 festgelegt wurden, außer Kraft setzen. Oh la la. Der Reichspräsident war sehr mächtig in der Weimarer Verfassung. Er konnte tatsächlich Politiker ermächtigen, die Armee ermächtigen, staatliche Krisen abzuwehren. Und er hat es auch mehrfach getan. Es gibt also während der Inflation vom 13. Oktober bis ein halbes Jahr lang hat Stresemann unter einem Ermächtigungsgesetz regiert. Stresemann hat ja dann die Inflation beseitigt in einem halben Jahr, ganz wundersam. Und dieses war ein Ermächtigungsgesetz, was der Reichspräsident ihm erlaubt hat, ihm gegeben hat. Und es gab auch ein marxisches Ermächtigungsgesetz danach und dann natürlich das hitlersche. Am 24.03.1933 wurde ein Gesetz beschlossen, das Hitler und seiner Regierung enorme Vollmachten gab, zum Beispiel auch die Vollmacht, Gesetze zu erlassen, neben dem Reichstag. Reichsgesetze können außer in der Reichsverfassung vorgesehenen Verfahren auch durch die Reichsregierung beschlossen werden. Nachher spielte der Reichstag ja überhaupt keine Rolle mehr. Die von der Reichsregierung beschlossenen Reichsgesetze können von der Reichsverfassung abweichen, soweit sie nicht den Reichstag und den Reichsrat als Gegenstand haben. Die Rechte des Reichspräsidenten bleiben unberührt. Also auch Grundrechte konnten durch das Ermächtigungsgesetz von Hitler außer Kraft gesetzt werden, vom Reichskanzler und von der Reichsregierung. Das ist natürlich das Ende der Weimarer Verfassung, weil man einfach andere Optionen eingeführt hat, die dann praktischerweise auch genommen wurden. Es sah dann gar nicht so übel aus, ne, auf dem Papier, aber in Wirklichkeit ist das Ende der Weimarer Republik. Ihr habt vielleicht die dramatische Debatte schon mal untersucht, 1933, als das beschlossen wurde, wie der Reichstag stimmte. Und es gab ja das Zentrum, eigentlich eine katholisch-christliche Partei, die dem Ermächtigungsgesetz tatsächlich zustimmte. Und der Grund ist, dass man dachte, die Not, die Arbeitslosigkeit ist so groß, dass einer mal richtig durchgreifen muss und Ordnung schaffen muss. Und deswegen hat hier der Führer der Fraktion, Prälat Kaas, die Zustimmung des Zentrums der christlichen katholischen Partei zum Ermächtigungsgesetz begründet. Und das ist natürlich eine Rede der Schande, muss man sagen, im Nachhinein.
Die SPD hat sich dagegen gestemmt und Otto Wels hat hier gesagt, noch niemals, seit es den Deutschen Reichstag gibt, ist die Kontrolle der öffentlichen Angelegenheiten durch die gewählten Vertreter des Volkes in solchem Maße ausgeschalten worden, wie es jetzt geschieht und durch das neue Ermächtigungsgesetz noch mehr geschehen soll. Das war eine dramatische Diskussion, weil die SA stand im Reichstag in Berlin. Man kann sich das ja heute wieder vorstellen, weil der Reichstag renoviert ist und hat alle Abgeordneten bedroht, bloß mit Ja zu stimmen. Ja, geheime Wahl hin oder her, da standen die Waffen im Flur. Und niemand wusste, ob er lebendig herauskommt, wenn die Abstimmung negativ ausgeht. Also da war schon enormer Druck auf dem Reichstag und danach ging ja auch die Verhafterei los. Das Grundgesetz hat doch ein Stück davon gelernt und hat eine Art Ewigkeitsrecht für Grundrechte eingeführt. Hier in Artikel 19 heißt es, dass ein Grundrecht zwar eingeschränkt werden kann aufgrund eines Gesetzes, aber das Gesetz darf nicht für irgendwelche Einzelfälle gelten. Es muss allgemein sein und es muss sich ganz klar auf das Grundrecht beziehen. Ihr kennt vielleicht das Infektionsschutzgesetz, was es mit unserer Gesellschaft gemacht hat. Aber das Grundgesetz hat auch Ausnahmen eben zugelassen. Das muss man klar sagen. Und man darf allerdings hier das Grundrecht nicht in seinem Wesensgehalt antasten. Also es muss wieder hergestellt werden. Es darf nur temporär sein und es ist andererseits so, dass wer die Grundrechte tatsächlich dauerhaft abschafft, wie die Pressefreiheit und so weiter, verwirkt sein eigenes Grundrecht. Ja, also wenn eine Partei heute versucht, das Grundgesetz außer Kraft zu setzen, dann verwirkt diese Partei ihre eigenen Grundrechte. Sodass wir eigentlich eine Struktur haben, ähnlich wie bei den 10 Geboten. Wir haben eine Verantwortung vor Mensch und Gott in der Präambel. Wir haben dann diesen Artikel mit der Würde des Menschen. Wir haben eine Ewigkeitsklausel auf den Grundrechten, dass die Menschenrechte und der Staatsschutz der Menschenwürde gewährleistet bleibt. Wir haben Freiheitsrechte, Schutzrechte, Gleichheitsrechte und Grenzrechte für verschiedene Organisationen im Staat. Und danach kommt die Organstruktur des Staates, die Gewaltenteilung und die Gesetzgebung an für sich. Das heißt, das Grundgesetz hat einen wertvollen ersten Teil und einen sekundären zweiten Teil. Okay, gehen wir mal weiter in das, was da eigentlich zugrunde liegt. Warum haben wir überhaupt so ein Grundgesetz? Es gibt zwei Arten von Staaten auf der Welt und zwei Arten, wie man Recht denkt. Das eine ist das sogenannte axiomatische Denken, Rechtsstaatdenken. Man könnte auch sagen, das Verfassungsdenken. Da hat man einige Artikel wie die Grundrechte, die stehen da als Postulate oder Axiome völlig bewegungslos in der Landschaft. Sie sind einfach gesetzt. Und das mit der Würde des Menschen ist eben sehr merkwürdig, weil das ist einfach gesetzt. Was Würde des Menschen ist, wird ja nicht definiert. Es ist ja völlig unklar, was das heißt, weil man ja eigentlich den Bibelbezug rausgenommen hat und in die Präambel verschoben hat. Das ist auch für Juristen natürlich ein großes Problem, weil der Begriff bleibt schwammig, nicht wahr? Aber dennoch, das ist axiomatisches Denken, Verfassungsdenken. Wir definieren uns welche Grundrechte und danach bauen wir darauf das Gesetz auf. Und dann gibt es natürlich das autoritäre Denken, wo diese Grundrechtsartikel ersetzt werden durch ein wie auch immer geartetes Führerprinzip. Letztlich ist aber diese Ausgestaltung der Verfassung ein Ergebnis der Axiomatisierung der Mathematik und damit betrifft es euch natürlich als Informatiker. Die Mathematik hat ja seit Ende des 19. Jahrhunderts eine Strukturierung getrieben durch David Hilbert. Die sogenannte Axiomatisierung, das heißt, man hat gar keine absoluten Wahrheiten, sondern man nimmt zum Denken eine Reihe von Denkgrundlagen, die Axiome, und baut darauf alles auf, was man denken kann. Also wenn etwas wahr ist, dann muss man es zurückverfolgen können durch Rückwärtsschließen auf eine Menge von den Grundlagen. Und ich erinnere mich unvergesslich an meine Analysis-Vorlesung in Karlsruhe, wo der Professor zunächst mal 14 Axiome an die Tafel schrieb und davon wurde dann 1 plus 1 gleich 2 bewiesen. Das hat er wirklich gemacht, um uns zu zeigen, dass man das tun kann in der Analysis. Und das ist unvergesslich, weil das ist axiomatisches Denken. Die Axiome bleiben unbewiesen, aber alles andere stimmt, wenn die Axiome stimmen. Und das ist auch in unserer Verfassung. Der Begriff der Würde des Menschen ist sehr zentral. Und wenn man das jetzt durch autoritäres Denken ersetzt, dann kriegt man eine Chefarchitektur. Das, was der Chef sagt, stimmt und ist gesetzt. Ob das recht ist oder nicht, das ist völlig wurscht.
Und so ist es immer bei autoritären Staaten, selbst bei Gottesstaaten mit einer Zwangsreligion. Wenn das in einer Wahrheit rückverfolgt wird, ist dann zum Schluss immer der Chef, der verschiedene Worte gesagt hat. Und das ist die Wahrheit und Gesetz. Und man muss sich entscheiden, wie man seinen Staat lebt. Ob man ihn im Verfassungsdenken lebt oder in einer Führerkultur. Wir kennen natürlich auch zum Beispiel die katholische Kirche, wo der Papst seit 1870 einen Unfehlbarkeitsanspruch hat. Und das ist ja ein Dogma, als Dogma erlassen worden und so war sehr umstritten in der katholischen Kirche. Und seit dieser Zeit sind die lehrmäßigen Aussagen des Papstes ja Gesetz in der katholischen Kirche und es wird auch nichts mehr zurückgenommen. Die katholische Kirche hat sich in einen autoritären Staat verwandelt und kommt nicht mehr zurück, weil sie kann es ja nicht mehr zurücknehmen, sonst hätte sie ja einen Fehler gemacht. Schwierig. Bei Königen war es auch so, ne? Von Gott, Gottes Gnadentum war das Prinzip, dass der König von Gott eingesetzt ist und alles, was er sagt, ist gerecht und gut. Und dass es da Grenzen gibt, auch für die Herrscher und die Reichen, das war dann nicht so wichtig. Das Gottes Gnadentum hat dann zu Katastrophen wie dem Ersten Weltkrieg geführt. Der Prozess der Ablösung des autoritären Staats aus dem Mittelalter hat mit der Reformation begonnen. Denn da wurde die Autorität des Kaisers und des Papstes in Frage gestellt, nicht wahr? Auf einmal galt das Wort dieser beiden Chefs nicht mehr. Und es gab den kleinen Luther, der in Worms vor dem Kaiser stand und gesagt hat, solange ihr mir nicht beweist aus der Schrift, dass ich Unrecht habe, nehme ich meine Bücher nicht zurück. Und das ist axiomatisches Denken, diesmal auf der Bibel begründet. Die reformatorischen Prinzipien lauten, alleine die Schrift, das sollen unsere Axiome sein. Ich will auf der Schrift denken und bitte denk selbst. Du kannst die Schrift ja lesen. Das hat zur Abschaffung des Analphabetentums in Deutschland geführt, weil jeder Bibel lesen musste. Allein der Glaube, keine Werke, allein durch Christus, nicht durch Maria, allein zu Gottes Ehre und allein durch die Gnade. Nicht durch Werke. Und die Reformation hat quasi ein Verfassungsdenken eingeführt für den Glauben. Es hat nämlich das Denken nicht mehr auf den Papst abgestützt, sondern auf der Bibel. Und ich kann euch eins sagen, die Reformation hat Deutschland zu einem streitbaren Land gemacht, was ständig nach wie vor noch um die Bibel streitet. Organisationen wie Wort und Wissen und der Bibelbund und andere sind Organisationen, die es im Ausland gar nicht gibt. Habt ihr mal nachgedacht, warum? Weil die Reformation das geprägt hat. Die hat nämlich die Bibel als Denkgrundlage eingeführt in unser Leben, in unseren Glauben und unseren Staat. Und wir streiten uns nach 500 Jahren noch, ob das und das in der Bibel steht und wie das denn bitteschön zu haben sei in unserem Alltag. Das ist aber axiomatisches Denken und das ist eine Riesenstärke unseres Volks, dass wir Biblizismus leben, die Axiome aus der Schrift in unserem täglichen Leben umsetzen wollen und darüber natürlich auch noch fröhlich streiten. Lass es uns behalten, es ist sehr wichtig. Das sind also die Axiome des Biblizismus sozusagen, des Glaubensdenkens und der Ethik auf der Bibel. Wir haben ja eben ein Ethikseminar gehabt. Ja klar, der Christ sollte seine Ethik auf der Bibel abstützen. Also nochmal dieser Vergleich, wir können entweder auf einer Verfassung, auf dem Recht, auf den Menschenrechten, auf der Würde des Menschen, auf der Verantwortung vor Gott unsere Verfassung, unsere Gesetze aufbauen oder wir können einen Führerstaat haben oder einen autoritären Gottesstaat, der dann von irgendwelchen Priestern regiert wird. Diese beiden Möglichkeiten gibt es auf der Welt. Und das Grundgesetz hat sich jetzt bewusst in diese Tradition der Axiomatisierung eingesetzt. Es klärt überhaupt nicht, was Verantwortung vor Gott und Menschen heißt. Es klärt auch nicht, was Würde des Menschen heißt. Es sagt aber, du hast folgende Rechte und die sind gesetzt und darauf leiten wir jetzt die Gesetze ab. Und du kannst immer noch zum Gericht gehen und sagen, ich werde wegen Artikel 4b beleidigt oder verletzt und ich möchte Recht gesprochen haben. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Prinzip, was in der Reformation seine Grundlage hat. Das Verfassungsdenken kommt aus der Reformation. Und wir sollten dankbar dafür sein, dass es auch nach 500 Jahren noch Bestand hat. Nun gab es aber große Krisen in Deutschland und wir wollen noch einmal auf den Nationalsozialismus eingehen, der ja quasi der große Kontrapunkt war zum Grundgesetz. Das Grundgesetz ist geschaffen worden als Reaktion auf den Nationalsozialismus. Und da möchte ich vier Punkte uns vorstellen, kleine Punkte, mit dem Kreisauer Kreis zusammen.
Diese Namen hier gehörten zum Kreisauer Kreis. Einige davon sind ein bisschen größer gedruckt, weil sie in der Literatur ihre Spuren hinterlassen haben. Und einer davon, also das ist bunt gemischt, also es waren SPD-Politiker dabei, Christen wie James Graf von Moltke oder der Pastor Albrecht Delp, Pfarrer wie Pölchau, der später die Gehängten aus dem 20. Juli alle begleitet hat und viele Bücher geschrieben hat als Zeugnis über diese Schwerzeit. Das war der Kreisauer Kreis. Was war Kreisau? Nun, es gab diesen Außenpolitiker James Graf von Moltke, er war von der Ausbildung her Völkerrechtler und hatte seine Frau aus Großbritannien, dadurch viele internationale Beziehungen, und er hat versucht, im Jahre 41 bis 43 eine neue deutsche Verfassung zu schreiben. Er konnte das natürlich nicht alleine, er musste ja die gesellschaftlichen Gruppen einbinden, also hat er in Kreisau in Schlesien, es gibt heute noch da eine Kreisauer Stiftung, man kann das noch besuchen, einfach zum Pfingsttreffen eingeladen. Der hat also einen Workshop gemacht, Informatik und Ethik hätte der fast geheißen, die neue Verfassung hieß der inoffiziell. Und da hat er zwei, dreimal hat er in seinem Berghofhaus sich getroffen, konspirativ, und hat an der Verfassung gearbeitet. Und die SPD und die Pfarrer und alle haben mitdiskutiert, die Gewerkschaften. Und da kamen mehrere Dokumente raus, die zunächst geheim waren und die man nur mit Mühe hat konservieren können. Sie sind hier unter dieser Webadresse, kann man einige finden. Es gibt auch noch einige andere URLs im Foliensatz hier, die man nachschlagen kann. James Graf von Moltke war Christ. Er ist sicher im Laufe seines Lebens irgendwann dazu gekommen, die Bibel zu lesen, und besonders natürlich, nachdem man ihn verhaftet hatte im Januar 44. Es gab da eine komische Zwischenfall in der Abwehr, wo er war, hat man ihn verhaftet. Er ist nicht wegen dem 20. Juli 44 verhaftet worden. Er war davon unabhängig, weil er wollte die Waffe nicht in die Hand nehmen. Und er hat also sich persönlich nichts zu Schulden kommen lassen, außer diese Verfassung geschrieben. Und er hat dann vom Volksgerichtshof gestanden und hat seinen Glauben und seinen Taten, sein Arbeiten für Deutschland verantworten müssen. Und ich möchte noch mal in Erinnerung rufen, der nationalsozialistische Staat war ein Führerstaat. Ein Volk, ein Reich, ein Führer. Führer befiehlt, wir folgen. Das war das Grundgesetz. Es gab eigentlich gar kein schriftliches Grundgesetz mehr. Es gab nur noch das Wort des Führers. Und wenn du anders gedacht hast, dann gab es die KZs. Und in seinem Prozess vor dem Volksgerichtshof am Anfang des Jahres 45 hat der Richter Freisler, den viele von euch sicher kennen, zu ihm gesagt: Moltke, warum hast du das alles getan? Nur in einem sind das Christentum und wir Nazis gleich, wir fordern den ganzen Menschen. Das ist eine sehr bezeichnende Aussage von Freisler, er war ja glühender Nazi. Und Moltke war ja Anwalt und hat sich nicht einfach so geschlagen gegeben und hat also ein öffentliches Gefecht mit Freisler geführt im Gerichtssaal und hat also ihn herausgefordert wegen der Morde, die die Nazis begangen haben. Und Freisler hat dann die Geduld verloren und hat zu ihm gesagt, also Christentum wollen wir nicht, aber wo wir gleich sind, wir wollen alles von dir. Wir wollen die Ergebenheit bis aufs Blut. Und das war das Führerprinzip. Und das Verfassungsdenken setzt dagegen natürlich die Gewissensfreiheit des Menschen, dass der Mensch sich entscheiden kann, auf der Grundlage der Bibel oder anderer ethischer Werte, die er hat, gegen den Führer, was er befiehlt, sich zu entscheiden. Und letztlich gründet der Christ sich in der Autorität Gottes, der 10 Gebote, der Bergpredigt der Bibel. Und die Nazis haben sich wirklich voll in der Autorität Hitlers gegründet. Ja, deswegen hat das Grundgesetz einen Artikel 4, wo es heißt, die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich. Ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet. Und das ist wahnsinnig wichtig. Das ist ein Gegensatz zum Nationalsozialismus, wo der Nationalsozialismus ja den ganzen Menschen wollte, auch mit seiner Religion. Und ein autoritärer Staat lässt keine Gewissensfreiheit zu. Das würde ja Selbstdenken bedeuten. Das Führerprinzip wird durchgesetzt. Ja, und so ist das ganz wichtig, dass unsere Grundrechte da auf Blut entstanden sind. Die Prozesse, die Freisler führte gegen die Attentäter des 20. Juli, aber auch gegen Moltke und andere des Kreisauer Kreises, wo er Tausende verurteilt hat und zu Tode geschleppt hat, gehängt wurden die alle in Plötzensee. Diese Prozesse haben viele, viele
wegen ihrer Gewissensfreiheit getötet. Und dieser Artikel 4 im Grundgesetz ist mit Blut erkauft, Leute. Das ist kein einfacher Artikel. Das ist ein Artikel, wo Tausende drüber gestorben sind. Ganz wertvolle Menschen. Und wenn man heute über das Grundgesetz spricht, dann muss ich an die paar Jahre vorher denken, wie viele ihr Blut gegeben haben, um Gewissensfreiheit in Deutschland wieder aufzurichten. Das, wo eigentlich die Reformation drum gekämpft hatte, gab es ja auch unter den Nationalsozialisten nicht mehr. Und wir dürfen das nicht vergessen. Wir müssen diese entscheidenden Jahre, wo die Deutschen gekämpft haben, um ihre Gewissensfreiheit ernst nehmen. Und nicht einfach, dass diese, also wir müssen verstehen, dass das Kampf gekostet hat. In dem Entwurf der Verfassung, von der gibt es 2 oder 3 Versionen, die überliefert worden sind. Molke hat daran gearbeitet, umgeschrieben und so weiter. Da gibt es also vom August 43 nach Pfingsten 43 diese Texte hier. Das zertretene Recht muss wieder aufgerichtet werden und zur Herrschaft über alle Ordnung des menschlichen Lebens gebracht werden. Glaubens- und Gewissensfreiheit wird gewährleistet. Bestehende Gesetze, die gegen diese Grundsätze verstoßen, werden sofort aufgehoben. Merken wir hier, Glaubens- und Gewissensfreiheit, das ist die gleiche Formulierung. Brechung des totalitären Gewissenszwangs, Anerkennung der unverletzlichen Würde der menschlichen Person als Grundlage der zu erstrebenden Rechts- und Friedensordnung. Hier finden wir den Begriff die Würde des Menschen. Das sind die Kreisauer Dokumente, die diesen Begriff sehr stark betonen. Man hatte die KZs, vielleicht sogar Auschwitz im Kopf, als man das schrieb. Wir wissen nicht, ob die von Auschwitz wussten, aber sie werden gewusst haben, dass die Juden deportiert wurden. Das war schon in 1943. Und da hat Moltke diesen Begriff Würde des Menschen eingeführt in die zukünftige Verfassung, wie er dachte. Und wir dürfen das nicht vergessen, dass auch dieser Begriff gegen die Nazis gesetzt ist. Rechtsstaat gab es nicht mehr bei den Nazis. Moltke hat sie in diesen Dokumenten als Rechtsschänder, also ein Schänder ist jemand, der die Würde eines anderen Menschen zerstört und schändet. Ne? Schande und Würde sind einander entgegengesetzt. Und Moltke hat die Nazis als Rechtsschänder bezeichnet und wollte ein Gesetz schaffen, das Rechtsschändung und den Missbrauch der Würde des Menschen bestraft. Ja, so haben wir einfach da das Grundgesetz mit seiner Gewissensfreiheit, was letztlich auf dem axiomatischen Denken aufbaut, auf der Verantwortung vor Gott und Menschen gegen das Führerprinzip. Und diese Dokumente wie Mein Kampf und so weiter haben die Kreisauer das gesetzt. Ja, woher kommt also der Begriff die Würde des Menschen, der da so isoliert in Artikel 1 steht? Er kommt aus den Kreisauer Dokumenten. Und deswegen bitte ich euch alle, lest mal die Kreisauer Dokumente. Es lohnt sich. Das wissen nämlich die Leute nicht um uns herum, dass Moltke und die anderen aus dem Kreisauer Kreis diese Texte mit ihrem Blut bezahlt haben. Und aus dem Kreisauer Kreis waren sehr viele Christen dabei. Man weiß nicht genau, wie viele, aber wahrscheinlich 60-70% waren Christen. Gläubige Gotteskinder. Moltke selbst hat seine letzten Briefe sind überliefert und er hat viel Zeugnis gegeben von seinem Glauben an seine Frau. Es sind also Märtyrerbriefe. Ich bin das erste Mal darauf gestoßen in dem Buch von Heinz Müller-Bohn, Zeugen, Blutzeugen unter dem Nationalsozialismus. Ein Zeugnisbuch von Briefen aus dem Knast unter dem Nationalsozialismus. Sehr schön zu lesen. Viele, viele Christen haben da mit ihrem Blut gebüßt. Und Moltke hat tatsächlich diese Artikel geschrieben, die dann später etwas verändert ins Grundgesetz aufgenommen wurden. Ja, das ist eigentlich, hier sind noch einige Textschnipsel für die Nachlese, die ihr zu Hause nochmal nachlesen könnt. Das ist die Entstehung des Artikels 1.1. Und wir müssen natürlich das im Gedächtnis behalten, wenn wir über das Grundgesetz nachdenken. Und wenn ein Mann wie James Graf Moltke, der Christ war und als Märtyrer gestorben ist, wenn der sowas formuliert hat, dann sollten wir das auch ernst nehmen. Wir sollten uns auf die gleiche Seite stellen und das Rechtsstaatdenken, die Gewissensfreiheit und die anderen Menschenrechte auf der Basis der Bibel schützen und dafür kämpfen. Ich habe hier noch einige Bilder vom Prozess. Das war im Januar 1945, also ganz kurz vor der Einnahme Berlins. Da war der Volksgerichtshof noch aktiv.
Hier sieht man Freisler. Die Nazis haben also diesen Prozess tatsächlich aufnehmen lassen. Es gibt auf YouTube Filmaufnahmen von dem Prozess. Man war so arrogant, dass man dachte, diese Prozesse müssen wir jetzt dokumentieren. Und es gibt also Aufnahmen von einigen Christen, die sich dort verteidigen vor Freisler. Das ist also hochinteressant. Und da gab es also nicht nur Moltke, Witzleben, Schwerin und viele andere waren Christen, evangelische Christen. Und die haben sich also verteidigt. Und das Interessante ist, in dem Buch von Brackelmann, die Biografie von Moltke, da ist eben diese Szene, wo Freisler letztlich alle Anklagen fallen lässt gegen Moltke. Moltke war ja Anwalt und hat sich selbst verteidigt und er hat sich so geschickt verteidigt, dass Freisler zum Schluss gesagt hat, komm, schwamm drüber, du bist ja Christ. Und deswegen hat er ihn verurteilt. Und er hat an seine Frau geschrieben, Freisler hat alle Anklagen gegen mich fallen gelassen, aber er hat mich als Christ verurteilt. Weil er eine anständige Verfassung wollte, die auf der Bibel gebaut ist. Und Moltke hat das als Führung Gottes angesehen. Hier heißt es, eine große Aufgabe ist dein Ehemann außersehen gewesen. All die viele Arbeit, die der Herrgott mit mir gehabt hat, die unendlichen Umwege, die Zickzackkurven, haben plötzlich in einer Stunde am 10. Januar 1945 ihre Erklärung gefunden. Alles bekommt nachträglich einen Sinn, der verborgen war. Er hat nämlich erkannt im Kampf mit Freisler, dass er als christlicher Märtyrer sterben muss. Um des Rechtes willen. Ein großartiges Zeugnis von diesem Mann, der viel Einfluss auf unsere Verfassung gehabt hat. Ich lasse euch das mal drin hier, das könnt ihr nachlesen. Es gibt die Briefe Moltkes an seine Frau als Buch. Die sind sehr, sehr zart und schön zu lesen für die Nachtlektüre mal, wenn ihr nicht schlafen könnt. Ja, er wurde am 23.01.1945 in Plötzensee gehängt, ganz kurz vor der Befreiung. Und man kann nur sagen, dass da sehr viele Christen in dieser Zeit mit in den Tod gingen und dass das, ich kann es mir nicht anders vorstellen, dass sie für Deutschland gebetet haben, für uns. Und dass Gott diese Gebete auch nach dem Krieg ein gutes Stück weit erhört hat. Wir haben viel Freiheit gehabt, was sich diese Brüder und Schwestern im Glauben gewünscht haben. Freisler starb am 3. Februar 1945. Der Volksgerichtshof wurde bombardiert. Und Fabian Schlaberendorf, einer der überlebt hat, die Prozesse überlebt hat, hat berichtet, dass er von einem Balken im Luftschutzkeller erschlagen wurde, mit der Akte von ihm selbst in der Hand. Also Schlaberendorf wäre einer der Nächsten gewesen, auch ein Christ. Und Gott hat Freisler erschlagen lassen durch einen herabstürzenden Balken. So sind die Wege Gottes mit denen, die meinen, sie könnten das Recht aus der Welt schaffen, eine Grube graben für die Gerechten. Und wir wissen ja auch schon aus dem Psalm, dass Gott das nicht sich gefallen lässt. Gott führt hier die Rache aus. Auf welche Fundamente können wir morgen unseren Staat bauen? Wir dürfen die Verantwortung vor Menschen nicht vergessen, aber auch die Verantwortung vor Gott. Die Kreisauer haben uns gezeigt mit ihrem Leben und ihrem Sterben, dass sie vor Gott verantwortlich waren, zu einem guten Teil, und dass sie ein neues Gesetz wollten für Deutschland, in dem das Recht und die Achtung der Würde des Menschen ganz zentral ist. Und ich bin sehr froh, dass man das nach 4 Jahren nicht vergessen hatte. Hätte ja auch sein können, es hätte keinen interessiert. Aber es gibt mehrere Formulierungen, die in den Grundrechtsartikeln auftauchen, von den Kreisauern. Das ist sehr interessant. Und da kann man eigentlich nur dankbar sein, dass wir ein Gesetz haben, das tatsächlich die Würde des Menschen als Begriff zwar nicht erklärt, aber wir wissen natürlich aus der Bibel, wo die Würde des Menschen definiert ist. Nämlich in der Schöpfung als Ebenbild Gottes. Er soll nicht ins KZ kommen und totgeschlagen werden, weil er ähnlich zu Gott ist. Er ist würdig, weil er eine Eigenverantwortung zu Gott hat und weil er selbst sein Leben vor Gott verantworten muss. Und er ist würdig, weil Jesus für ihn gestorben ist. Und wir müssen als Christen allen anderen sagen in diesem Staat, dass das Grundgesetz nicht umsonst ist. Das ist nicht einfach so billig in die Welt gekommen. Das ist mit Blut bezahlt worden. Und wir müssen an das, was die christlichen Märtyrer in den letzten 2 Jahren dort erlebt haben im Nazireich, den anderen sagen und sagen, seid ihr, was treibt euch die Verantwortung vor Gott nicht zu leben? Was traut ihr euch? Habt ihr denn nicht gesehen, dass es schon mal ganz anders ging? Und wir können auch diese Geschichte weitererzählen, denn sie ist historisch und
kann vielleicht den einen oder anderen zum Nachdenken bringen. Wir haben eben schon diskutiert, dass ich glaube, dass wir gerade deswegen eine Erneuerung der Grundrechte brauchen für unsere IT-Gesellschaft. Es gibt viele Dinge, die völlig ungeklärt sind, wie was macht man mit verschlüsselten E-Mails, wie kriegt man anonymes Bezahlen, wie kriegt man rückverfolgbare Zertifikate, wie schützt man Hassreden, wie kriegt man die aus dem Web? Das ist ja Verletzung der Würde des Menschen, nicht wahr? Wir haben so viele schlechte Zustände momentan, wir müssen dringend darüber nachdenken, wie das Grundgesetz weiterentwickelt wird. Und James Graf von Moltke würde uns sagen, Leute, Ärsche hoch, schreiben, Verfassung schreiben. Und das ist mein Appell heute. Ich glaube, ihr Informatiker in Wort und Wissen müsst das tun. Denn ihr wisst, was IT ist und ihr wisst, was Würde des Menschen ist. Wer soll es denn sonst tun in unserer Gesellschaft? Könnt ihr mir sagen, wer es sonst tun soll? Ich glaube, das ist euer Auftrag vom Herrn. Im Bewusstsein der Verantwortung vor Gott und den Menschen wollen wir Folgendes beachten und die Würde des Menschen unantastbar halten. Wir bekennen uns zur Gewissensfreiheit, zur Gerechtigkeit und zum Frieden in der Welt. Aber wir wissen, dass diese Würde des Menschen in der Bibel definiert ist. Wir wollen die Bibel zum Grundgesetz hinzulegen und nicht vergessen, dass sie mit der Reformation erkauft worden ist. Ich habe euch das gezeigt, wie die Struktur vom Grundgesetz ist, reformatorische Struktur, und mit dem Blut der Märtyrer, die als Christen unter den Nazis das Leben verloren. Hier ist die Literatur, das ist seine Frau, Freier von Moltke, James nochmal mit lächelndem Gesicht, kann man nur sehr empfehlen. Es ist also etwas, was mich sehr angerührt hat im Laufe einiger Jahre. Das Buch von Brackelmann, das Graue hier in der Mitte, ist ein sehr guter Einstieg und enthält vieles von dem, was ich heute gesagt habe. Ich würde sagen, wir stehen nochmal auf und beten zusammen. Lieber Heiland, wir haben eine bewegte Geschichte und haben ein bisschen davon jetzt hören können, wie Menschen versucht haben, das Unrecht, was in ihrem Staat war, ja durch neue Gedanken hinauszutreiben und wie sie ihr Leben dafür gegeben haben, dass wir heute frei sein können und in Würde leben können. Und wir wollen bitten für die Obrigkeit, dass wir das weiterhin tun können, dass wir unsere Glaubens- und Gewissensfreiheit erhalten bekommen, dass wir auch in diesen Situationen, die die IT über uns bringt, dass wir da wirklich frei bleiben können, dass Menschen nicht einfach geschändet werden, sondern dass ihre Würde geachtet wird, dass unsere Würde geachtet wird. Da wollen wir bitten für die Obrigkeit, dass sie die rechten Schritte tut. Und wir wollen für uns selbst bitten, dass wir das Problem, was da ist, als Stachel nehmen, um aktiv zu werden. Als Stachel nehmen, um ja ein Apfelbäumchen zu pflanzen und positiv unsere Kinder in die Zukunft zu führen. Und wir danken dir, dass du uns dein heiliges Wort gegeben hast, was die Grundlage von allem ist. Wir danken für die 10 Gebote, für die Bergpredigt, für die Schöpfungsgeschichte, die uns so arg mit Würde belegt. Und wir danken für das Kreuz deines Sohnes. Das Kreuz, durch das uns die Welt gekreuzigt ist und wir der Welt. Amen.